Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie zeige ich, wie man Lösungen generiert für Prüfungsfragen. Und ich meine wirklich generiert, nicht reproduziert. Also Prüfungen hier sind nicht Prüfungen, bei denen man mit auswendig gelerntem Wissen anrücken kann. Es geht um einen Moderator, also um die Moderationstechnik. Und die Frage ist, wie kann der Moderator Souveränität erreichen, also eine Sitzung, Souveränität in einer Moderation, in einer Sitzung. Welche Punkte muss er beachten? Und wir sollen hier 5 Punkte nennen. Was mache ich? Ich stelle mir vor, ich bin Moderator oder ich bin Mitglied dieser Moderationssitzung. Also ich benutze wieder die Vorstellungskraft, nachdem ich zunächst einmal hier im ersten Schritt die Schlüsselbegriffe aus der Handlungsaufforderung hingeschrieben habe, mir zweitens eine Struktur der Lösung gemacht habe, 5 Punkte sind hier gefragt, benutze ich nun drittens die Vorstellungskraft, ich bin Moderator, nun, wie bekomme ich Souveränität? Einmal würde ich sagen, ich erzeuge ein positives Klima. Wie erreiche ich ein positives Klima? Nun, Freundlichkeit ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Das heißt, ich behandle alle Menschen freundlich und dadurch erzeuge ich ein positives Klima. Dann Strukturierung. Das heißt, die Ideen, die kommen in dieser Moderationssitzung, die strukturiere ich. Sie wissen, das Hilfsmittel bei der Moderationstechnik ist hier die Pinnwand und Kärtchen. Dann sind wir beim nächsten Element, nämlich bei der Visualisierung. Auch Pinnwand und Kärtchen. Dadurch erzeuge ich nämlich Ordnung. Ich bringe die Ideen und Vorschläge und Kritikpunkte, die kommen, Einwände, Ängste, Sorgen, Nöte in eine Ordnung. Und Ordnung ist immer etwas, was mit Souveränität sehr eng zusammengeht. Was kann ich noch machen? Ich verhalte mich selber neutral. Ja, denn ich bin ja der Katalysator. Ein Moderator ist ein Katalysator. Ja, er soll den Lösungsprozess beschleunigen, anregen und beschleunigen, aber er soll nicht selber hier mitwirken. Ich verhalte mich neutral, auch dadurch erreiche ich Souveränität. Und ich benutze Elemente der Motivation. Ja, das kann viel sein, das kann sein Lob. Das kann sein, rechtzeitig Pausen machen, wenn ich sehe, die Teilnehmer sind jetzt im Moment ein bisschen erschöpft. Pausen, Sauerstoffzuführung, ja, all diese Dinge, ja, positive Verstärker durch Lob. Das sind alles Möglichkeiten, die ich einsetzen kann und dann habe ich immer Souveränität in der Sitzung. Vielleicht noch ein weiteres Element, Wertschätzung, aktives Zuhören. Aktives Zuhören. Ja, über 5 waren ja gefragt, ich nenne hier jetzt schon ein sechstes. Aktives Zuhören, das wieder aus verschiedenen Unterpunkten besteht, zum Beispiel Wertschätzung, Blickkontakt. Ja, hier hätten wir schon wieder weitere Elemente, die man hier bringen könnte, falls man nach 6 oder 7 Punkten gefragt wird. Okay, aber Sie sehen, das führt schon weiter, wenn man einmal drin ist hier. In dieser Generierung von Lösungen, dann kann man im Prinzip immer weiter schreiben. Da muss man fast schon darauf achten, dass man nicht zu viel schreibt, denn Sie kennen auch die Regel, wenn n Antworten gefragt sind, also sagen wir 5, 1, 2, 3, 4, 5, Sie schreiben 5 in dieser Reihenfolge hin und dann fällt Ihnen ein sechstes ein, dann zählen die ersten 5. Das heißt, hier wird sozusagen ein Strich gezogen und was übersteht, wird abgeschnitten. Das heißt, Sie können dieses Problem lösen, indem Sie wirklich erstmal hinschreiben, um in den Schreibfluss zu kommen und dann durchnummerieren. Wenn Sie also sagen, das ist besonders gut und dies hier ist besonders gut und das auch noch und das auch noch, dann weiß der Prüfer auch Bescheid. Also das ist eine Möglichkeit, mit dieser Korrekturregel umzugehen. Was habe ich gemacht?
die Schlüsselworte aus der Handlungsaufforderung hingeschrieben, mir eine Struktur der Lösung gemacht, mich in eine Rolle versetzt, nämlich als Moderator. Ja, dass ich selber hier Mitglied war, das brauchte ich gar nicht mehr. Das ist mir erst eingefallen hier mit dem aktiven Zuhören. Da habe ich mir vorgestellt, ich bin jetzt hier Gruppenmitglied und möchte natürlich gerne, dass meine Beiträge auch wertgeschätzt werden. Da ist mir das mit dem Wertschätzen eingefallen und dann ist mir der Oberbegriff eingefallen, aktives Zuhören. Dazu gehört Wertschätzung dazu, Blickkontakt, ausreden lassen, mit eigenen Worten zusammenfassen, Pausen zulassen, keine Gesprächsstörer verwenden, das ist alles aktives Zuhören. Das war's für dieses Video. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie in meinen Shop www.sparsleindenk-shop.de. Sie sollten diese Adresse kennen, Sie sollten diese Adresse sich aufschreiben bzw. festhalten in Ihrem Browser über ein Lesezeichen. www.sparsleindenk-shop.de. Ihre Anlaufstelle für Lernmedien im Internet. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.